desgraçado. So, liebe Pickup-Freunde, ich bin heute richtig amerikanisch gut drauf, denn wir testen heute den neuen Ford Raptor F-150. Und bevor wir ans Autotesten denken, will ich mal ganz kurz stehen bleiben und euch erstmal zeigen, wie groß dieses Auto ist. So, jetzt gehen wir mal nach draußen und schauen uns den Wagen mal von außen an und gucken, wie groß das Teil ist. Und wenn ihr schaut, ich gehe mal ein paar Schritte weg, wie lange es dauert, bis er komplett im Bild ist. Richtig, richtig krass. Und wenn man sich mal den Wagen von der Seite anguckt, ich stelle mich mal hin, ich bin jetzt 1,80 groß, ne? Das sind nochmal knappe 30 cm, die dann fast nach oben gehen. Also sind wir über 2 Meter. Gut, jetzt haben wir das Ding mal von außen angeguckt, jetzt setzen wir uns mal wieder rein und fahren mal eine Runde, ne? Also, ganz ehrlich, der erste Eindruck, das Ding ist ein Riesenschiff. Ich fühle mich gerade so ein bisschen, als würde ich so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein LKW ist, aber auf jeden Fall einen großen Bus fahren. Und man merkt sofort, dass es ein amerikanisches Auto ist. Es ist groß, es ist bullig, das Lenkrad ist hier wie so ein Riesenteller in meinem Gesicht. Alles in dem Wagen hier fühlt sich massivst an. Wenn man sich hier den Gangwahlhebel mal anschaut, das ist ein riesen Ding hier. Aber man darf nicht vergessen, das Auto ist ja eigentlich nicht für den deutschen Markt gebaut, sondern für den amerikanischen. Und wie ihr vielleicht wisst, in Texas, da wo Bob und Mike und Brian wohnen, da gibt es viel Fläche und da ist so ein Ding hier natürlich genial. Hier. Mittlerweile ist das Downsizing und das Spritsparen leider auch in den USA gekommen. Das heißt leider zu Recht eigentlich. Denn dieser Wagen hier hat einen 3,5 Liter V6 Biturbo drin. Klingt aber im ersten Moment schon ziemlich heftig und er klingt ja auch relativ geil. In der Stadt gefahren, nicht sparsam, sagen wir es mal so, und hatten einen Verbrauch von 17 bis 18 Liter. Das ist mit so einem schweren Bock eigentlich echt okay. Was ich wirklich extrem lustig finde, ist, dass Ford mit dem Raptor so ein bisschen auf Sportlichkeit setzen wollte. Wie ihr vielleicht wisst, es gibt ja den normalen F-150. Das ist ja der Bestseller in den USA. Den gibt es ja dort wie Sand am Meer. Und der Raptor ist ja so ein bisschen sportlicher, sagen wir es mal so. Das kann man so hier erkennen. Hier am Lenkrad ist diese rote Streifen, wo man sehen kann, wie die Stellung vom Lenkrad gerade ist. Man hat diese riesen Auspuffrohre hinten, ne? wo die wirklich die ganze Faust reinpasst. Zudem hat man auch noch diese Fox-Stoßdämpfer eingebaut, um einfach so ein bisschen mehr dieses Baja California oder Baja 1000 Feeling zu bekommen. Und das Lächerlichste finde ich, aber
was mir zum Beispiel auch wieder gefällt, das Ding hat Schaltwippen aus Aluminium. Cool, oder? Also völlig krass. Und dann kann man auch hier mal in den manuellen Modus gehen. Da ein bisschen rumspielen mit dem 10-Gang Automatikgetriebe. Das ist krass. Man hat einen Pickup, der abgeht und die Schaltvorgänge sind ultra kurz. Auch jetzt hier beim Zurückschalten. Es fühlt sich auch sportlich an. Und wir werden jetzt mal gucken, ob das Ding auch ein bisschen angasen kann. Ich gucke mal gerade, ob wir keinen Verkehr haben. Denn Ford gibt an, dass das Teil in unter 6 Sekunden auf 100 geht. Das glaube ich nicht. Wir werden es jetzt aber ausprobieren. Also ich. Ob das jetzt 6 Sekunden waren, fragwürdig. Aber ey, ich habe gerade einen Burnout mit einem Ford Raptor gemacht. Wie geil ist das denn, ey? Der Sound ist vor allem auch echt nicht schlecht, gell? Also, es ist so ein bisschen blechern und es erinnert mich so ein bisschen an den E92 M3 oder so einen älteren M3, so sicher so. Cool, also ganz ehrlich, hat was. dieses Grölen so, aufgepasst, hier kommt der Raptor. Um nochmal auf den Motor zurückzukommen, das finde ich immer ganz witzig. Weil das Teil hier hat den EcoBoost-Motor. Und wenn man sich EcoBoost mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist doch normalerweise der Motor in einem Ford Fiesta, dieser 1 Liter Dreizylinder. Stellt euch mal vor, das Ding wäre hier drin. Das ist ein bisschen verwirrend, ne? Also ganz ehrlich, da so ein EcoBoost passt irgendwie nicht so ganz. Wie es sich für einen ordentlichen Pickup gehört, hat man natürlich auch alle Einstellungen für Offroad-Sachen. Sprich, man kann hier nur mit Heckantrieb fahren, natürlich Allrad. Und es hat auch ein sehr intelligentes Allradsystem, das wirklich jeden einzelnen Reifen unabhängig antreiben kann. Zudem hat der Raptor im Prinzip volle Hütte. Wir haben hier im Grunde genommen alles drin. Klimaautomatik, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Ledersitze und Lederausstattung. Also hier ist alles drin. Und wenn man sich den Preis mal anguckt, so wie der Wagen jetzt hier ist, kostet er 100.000 glatt. Jetzt stellt sich die Frage, ja, günstig? Oder sagt man, teuer? Weil mit so einem Ding hat man alles. Und man kann vieles mitnehmen, die Ladefläche ist riesig, man kann hier super viele Leute mitnehmen, also das ist extrem viel Platz. Also für 100.000 Euro ist es echt okay. Man hat einen guten Motor, er ist mittlerweile wirklich sehr sparsam und die Qualität stimmt einfach. Das ist ja ein Pickup, ne? Und da soll anscheinend Offroad richtig, richtig gut gehen. Jetzt würde ich mal sagen, wir suchen uns einen kleinen Kiesplatz und toben uns da ein bisschen aus. So, Offroad-Freunde.
Ich werde schon so richtig amerikanisch. Je länger man in dem Wagen sitzt, desto amerikanischer wird man. Auf jeden Fall, wir haben uns jetzt eingefunden hier auf so einem kleinen gesperrten Kiesplatz. Und jetzt gucken wir mal, was mit dem Raptor offroad-technisch so abgeht. Also legen wir los. Boah, aber man merkt das Gewicht, oh lecko mio, aber man kann ihn schön rumschmeißen. Oh, die Staubwolke. Oh ja. Oh. Also, untersteuern tut er auf jeden Fall. Es ist halt, das Ding wiegt halt mega viel, aber das Ding geht ordentlich quer. Oh, es ist krass. Oh, der Kameramann wird richtig eingesaugt. Das Ding schiebt aber ordentlich, du lecko mio. Oh, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das sieht aus wie Nebel. Boah, ich könnte das echt den ganzen Tag machen. Ne? Bam, bam, Richtungswechsel, hart auf der Bremse. Oh, die Bremse! Wahnsinn! Oh, lecko mio! Und er schiebt und regelt ab, Wahnsinn! Aber ganz sicher, ne? Also ich habe null Probleme mit dem Wagen. Der wiegt so viel, aber boah, ist das eine geile Aufnahme! Sieht das krass aus! Seht ihr das? Seht ihr das in der oberen GoPro? Das sieht aus wie Nebel. Mega geil. So Leute, das war das unser kurzes Review vom Ford Raptor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Review. Tschüssi!